Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch. Einer ganz regulären Ausgabe, in der ich euch zu Beginn nochmal darauf hinweisen möchte, dass da in den nächsten Tagen noch einiges an Content auf euch zukommt. Es ist der Jahresabschluss und wie ihr wisst, gibt es beim Telestammtisch auch noch eine große Filmredaktion. Diese Filmredaktion hat echt Bock auf Specials und Specials haben wir für euch aufgezeichnet, denn euch erwarten insgesamt 4 Adventscasts. Wir haben da ja eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen drüben in der Filmredaktion. Das sind knapp 40 Leute und die hatten teilweise echt Bock, sich nochmal über die Tops und Flops sowie weitere Anekdoten des Jahres zu unterhalten. Da geht es natürlich viel um Film, aber eben auch noch jede Menge weitere Themen. Da wird sehr viel abgeschwiffen. Es ist wirklich echt unterhaltsam geworden. Es ist audioqualitativ auch im Regelfall ganz gut. Und ihr könnt sehr gespannt sein, was da an den jeweiligen Adventssonntagen auf euch zukommt. Das Ganze sind die Adventscasts. Die sind teilweise schon aufgezeichnet und scharf geschaltet. Gerade jetzt am ersten Advent könnt ihr euch schon auf ein wirklich großartiges Highlight freuen. Das wird absolut großartig. Und wie gesagt, ne, da 4 Advents-Specials, Adventscasts 2019, die da jetzt auf euch zukommen. Außerdem haben wir bereits aufgezeichnet den Nikolauscast. Und der Nikolauscast ist quasi eine ganz reguläre Ausgabe und der vermutlich persönlichste Podcast, den wir beim Telestammtisch aufgezeichnet haben. Ich habe mir hier Kollegen geschnappt, die für den Telestammtisch ein bisschen mehr machen, als eben nur Filme zu sichten und zu besprechen. Das sind Kollegen, die gehen immer noch diese berühmte Extrameile. Ja, hier wird also, keine Ahnung, das sind Leute, die schneiden, die moderieren viel, die gucken besonders viele Filme und besprechen die. Und da ist ein wirklich tolles Gespräch entstanden. Das kann ich an der Stelle sehr empfehlen. Der Nikolauscast, hört da mal rein. Da sind wirklich auch sehr persönliche Anekdoten, die wir hier einfach erzählen. Auch so ein bisschen einfach auf einer Metaebene. Wir gehen jetzt keine Tops und Flops durch. Wir unterhalten uns ausschließlich über den Podcast Telestammtisch, wie es zu vielem kam, was letztlich ja im letzten Jahr passiert ist, wie so die Entstehungsgeschichte ist, was die Motivation der einzelnen Teilnehmer ist und so. Der hört da auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, das ist eine wirklich tolle Ausgabe geworden. Jetzt hier in dieser Ausgabe bekommt ihr von mir 3 Highlights zusammengeschnitten. Unter anderem habe ich mir hier den André Lux geschnappt. Der hat ja nicht nur den Künstlernamen Egon Forever, der hat ja auch die Comicfigur Egon Forever. Und ganz aktuell erscheint beim Crosscult Verlag sein neuer Comic Lars der Agentur-Depp. Den Comic konnte ich vorab lesen. Das ist schon mal total großartig, wenn ich Sachen vorab lesen kann. Und dann habe ich mir noch geschnappt und wir haben ein Interview geführt. Dieses Interview könnt ihr jetzt hier in der Aufzeichnung in diesem Cast hören. Ist echt gut geworden. Der ist einfach nicht nur ein begnadeter Redner, weil er unter anderem eben auch einen eigenen Podcast hat. Der ist auch ein sehr interessanter Comic-Zeichner und Comic-Schaffender, der es schafft mit, man könnte meinen, einfachen Mitteln tolle Geschichten zu erzählen. Aber einfach sind die Mittel eigentlich gar nicht, wenn man da mal genau hinschaut. Dann gibt es noch ein Interview, das auf der Dreieichcon entstanden ist. Die Dreieichcon ist meines Wissens die zweitgrößte Veranstaltung im Bereich Roleplaying, beziehungsweise eher Pen und Paper ganz klassisch. Da treffen sich eine ganze Menge Leute und spielen da diese Pen und Paper Spiele und erleben da eben ganz tolle Geschichten und so weiter. Ich bin noch nicht so drin im Thema, habe mir aus genau dem Grund aber eben einen der Veranstalter geschnappt. Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, was ist es eigentlich hier auf der Dreieichcon? Was passiert da? Wie sieht's generell mit der Szene aus? Wie geht's weiter? Was sind so generelle Themen, die so, sag ich mal, diese Leute dort vor Ort, ja, die betreffen und die spannend für die sind? Da ist ein wirklich tolles Interview entstanden. Auch dabei viel Spaß. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Teil der Aufzeichnung, der entstanden ist bei der Verleihung des Goldenen Stefan. Der Goldene Stefan ist ein Eskapismuspreis, der von der Seite Nerds gegen Stefan verliehen wird. Da geht es letztlich darum, dass vor allem in den Kategorien vom Roleplaying-Bereich, also Rollenspiele und Bücher waren es, glaube ich, auch Literatur also, da Preise verliehen werden. Diese Preisverleihung fand statt bei der Dreieichcon. Und war eine ganz interessante, tolle Veranstaltung. Ich hatte hier eben auch mal die Ehre, eine Laudatio halten zu dürfen. Und zwar im Bereich Comic und Graphic Novel. Da gab es eben auch einen Preis, der verliehen worden ist. Die Leser quasi dieser Seite haben abgestimmt. Es gibt da einfach enormen Zuspruch inzwischen von den Leuten, die das Ganze ja eben unterstützen. Also insbesondere eben die Leser. Das ist, also es sind mega die Zahlen, die dann inzwischen aufgerufen werden. Und da gab es auch einen Gewinner-Comic und diesen Comic, dafür durfte ich eine Laudatio halten. Das war mir eine große Ehre. Das war auch gleich der erste Preis, der da verliehen worden ist. Vorher hört ihr noch, wie der Moderator und Veranstalter dieser Preisverleihung noch ein bisschen was zum Preis selbst sagt, zur Entstehungsgeschichte, zu den Zahlen, wie sich in den letzten 3-4 Jahren alles verändert hat. Fand ich persönlich sehr interessant und kann an der Stelle auch wirklich sehr den Podcast empfehlen, den die Herrschaften zusammen mit einer neuen Kollegin quasi am Start haben. Da kommt alles Relevante in die Shownotes, hört da unbedingt mal rein. Das also dazu
Und ich denke, damit habt ihr drei richtig tolle Highlights hier in der aktuellen Ausgabe des Telestammtisch. Tolle Sachen zusammengeschnitten und ich wünsche euch mega viel Spaß dabei. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. Also wenn ihr uns zum Beispiel einfach mal Feedback hinterlasst, das ist total gut, weil so Feedback so ein bisschen schön ist. Weißt du, da freue ich mich so ein bisschen halt, ne, dass ich einfach weiß, wie es euch gefällt. Warum hört ihr den Quatsch hier überhaupt oder warum hört ihr ihn eben auch nicht? Welche Inhalte gefallen euch eher, welche weniger? Wollt ihr rein Comic-Content, wollt ihr rein Film-Content oder seid ihr ganz froh drüber, dass wir so ein bisschen breit streuen, denn wir sind ja letztlich der Hobby-Podcast und wirklich verschiedene Sachen abarbeiten. Was ist also der Grund, warum ihr den Telestammtisch hört? Was wünscht ihr euch und wie gefallen euch die aktuellen Inhalte? Ich würde mich über entsprechendes Feedback freuen. Gerade die Social-Media-Plattformen bieten sich dazu an, da in den Kommentaren was zu schreiben. Ihr könnt ja natürlich auch teilen. Wie gesagt, könnt ihr auf YouTube zum Beispiel auch in den Kommentaren was schreiben, denn wir laden ja auch auf YouTube hoch, da haben wir den aktuellen Kanal auch ein bisschen angepasst, man erkennt jetzt viel eher, dass der Telestammtisch da auch veröffentlicht wird und da wünsche ich euch, wie gesagt, mega viel Spaß, ich freue mich drauf oder wünsche mir viel eher, dass ihr uns in irgendeiner Form auch mal bewertet, das könnt ihr tun auf diversen Plattformen, wie Apple Podcast, wie FIT, Facebook, Google und bei podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man dem Telestammtisch Punktwertung hinterlassen und darüber würde ich mich sehr freuen. Ernst gemeinte Punktwertung, wie gefällt euch der Spaß? Denn nur wenn so Punktwertungen da im System drin sind, tauchen wir in entsprechenden Rankings auf und das ist halt echt eine super Möglichkeit, um vielleicht nochmal bei neuen Leuten auf dem Schirm zu geraten, dass die dann halt merken, okay, hier ist ein Podcast, der könnte mir gefallen und das wäre natürlich total toll, wenn noch Leute dazu stoßen hier bei der Hörerschaft des Telestammtisch. Yo, 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 es ist mir eine wahre Freude, dass ihr uns hört, ist mir auch persönliches Blumenpflücken und lasst mal krachen, ne? Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß jetzt bei diesen drei Aufzeichnungen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zum Interview mit einem jungen Mann, den ich bereits vor einiger Zeit in Stuttgart kennenlernen durfte. Nicht nur, dass er ein begnadeter Comiczeichner ist, er ist auch noch Podcaster und er hat mir einen Magneten für meinen Kühlschrank geschenkt. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin ein junger Mann, wie du schon gesagt hast. So hat mich ja wahrscheinlich schon seit 36 Jahren niemand mehr angesprochen. Ich bin André Lux, ich bin der Zeichner der Egon Forever Strichfiguren-Cartoons. Und wir beiden Hübschen haben uns ja auch schon mal kennengelernt. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir miteinander reden. Wir hatten schon mal in Stuttgart das Vergnügen. Ist das deine Hut? Ja, also ich wohne in Bad Cannstatt, das ist ein Stadtteil von Stuttgart, da wo das Stadion steht, dementsprechend auch der schönste Stadtteil von Stuttgart, genau. Ursprünglich komme ich aber aus dem Nordschwarzwald und war auch schon zwischenzeitlich in anderen Städten gelebt, aber seit 5 Jahren bin ich jetzt in Stuttgart, Bad Cannstatt. Und du hast mir bereits Rede und Antwort gestanden zu deinem Werdegang. Es gibt da noch, ein anderes Interview, bei dem wir uns insbesondere auch mit deinem Werdegang, deinen Auftraggebern, wenn man so will, schon mal beschäftigt haben. So generell hast du da schon mal einen Einblick darin gegeben, was du eigentlich die ganze Zeit so machst. Und jetzt ist ja hier auch ein Anlass, ein ganz besonderer Anlass, der uns heute wieder zusammengeführt hat und heute nochmal über was Aktuelles zu sprechen, das es von dir geben wird. Ich hatte die Ehre, einen Comic zu lesen, den du jetzt ganz aktuell beim Crosscult Verlag rausbringen wirst. Außerdem habe ich mich mal hingesetzt und endlich die Sachen nachgeholt, die ich schon seit einer ganzen Zeit mal gelesen habe. Hast du endlich mal alles gelesen, so? Alles, das komplette Programm. Und wir werden heute nochmal einen groben Rundumschlag machen und uns natürlich auch über Lars, der Agentur-Depp, unterhalten. Aber ganz zu Beginn wollte ich nochmal für die Zuhörer, die vielleicht noch nicht genau wissen, was du eigentlich machst, versuchen, auf so deine wesentlichen stilistischen Merkmale zu sprechen zu kommen. Und ganz markant ist auf jeden Fall auch das Karo-Papier, auf dem du zeichnest. Wie kam es denn dazu, warum und warum nicht liniert? Ja, gut. Ich glaube, also ich habe das ja als Kind angefangen, so Strichfiguren, Cartoons und Comics zu machen und die auch so zu basteln, halt natürlich im Unterricht, als mir langweilig war. Und dann immer halt das Papier, das eben gerade da ist. Und ich denke es, also ich glaube, ich habe letztens auch mal wieder im Archiv gewühlt, ich habe Gott sei Dank alles aufgehoben, was ich auch schon als Kind gemacht habe. Und da sind tatsächlich auch ein paar linierte Heftle dabei. Aber das meiste war irgendwie Karo-Papier und als ich dann irgendwie damit weitergemacht habe und sich das so durch die späten Teenager-Jahre gezogen haben, bin ich einfach beim Karo-Papier geblieben, weil ich das irgendwie, ja, fand ich irgendwie cool. War jetzt irgendwie, habe ich gedacht, okay, das passt. Ich glänze ja jetzt nicht durch
fantastische Akribie oder virtuose Zeichenkunst und deswegen muss ich halt gucken, wo ich diesen reduzierten Zeichenstil, wo ich ihm irgendwie noch einen besonderen Ausdruck verleihe. Und das war in der Wahl dieses Papiers, habe ich das dann so versucht. Also quasi ein Gesamtwerk und irgendwann, wenn du den von dir angesprochenen Stil noch perfektioniert hast, kannst du ja auf Millimeterpapier wechseln, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Aber mal ganz ehrlich, ich muss dir trotzdem Kompliment aussprechen, denn es ist nicht annähernd so schlicht, wie du es jetzt hier vielleicht gerade angedeutet hast. Ich habe jetzt das Vergnügen gehabt, insgesamt 3 deiner Werke gelesen zu haben. Das ist zu einem ein dünneres Heftchen, Nummer 1 von Barbaculor. Die unfassbare Welt von Barbaculor. Und dann habe ich natürlich noch das Egon Forever Cartoon Buch gelesen, in dem wir quasi eine Zusammenstellung haben von vielen Sachen, die du bereits anderswo, wahrscheinlich ausgiebig im Internet, veröffentlicht hast. Und aber eben auch dein ganz aktuelles Werk. Und mal ganz im Ernst, ich bin wahnsinnig beeindruckt davon, wie du es schaffst, mit Strichmännchen auch Perspektive zu erzählen und vor allem, wie du es schaffst, denen auch irgendwie eine gewisse Körperhaltung zu geben. Das ist mehr als das, was ich mit Strichmännchen kann. Du machst es also ganz gut. Ja, vielen Dank. Ja, das ist natürlich auch über all die Jahre so entstanden, ne? Und alles autodidaktisch. Das war dann so, dass ich dann halt irgendwann gemerkt habe, okay, wenn ich den kleinen Strich in dem Auge in die Richtung setze, dann sieht die Figur halt traurig aus und so sieht sie halt nicht traurig aus. Und so eignet man sich da halt auch ein gewisses Repertoire an in seinem eigenen Universum, um Emotionen zu transportieren. Wenn ich schon, also es ist natürlich alles ziemlich textlastig und es ist natürlich auch alles sehr, sehr wichtig, dass ich den Text quasi über die Zeichnung transportiere. Aber mit der Zeit ist es mir auch wichtiger geworden, eine gewisse Form von Mimik und Gestik auch irgendwie zu optimieren. Und zu 100% ist mir das noch nicht gelungen, weil, wie gesagt, ich bin ja in meinem eigenen kleinen Sandkasten da gefangen und mit meinen Fähigkeiten und besser wird's nicht mehr. Aber hier und da kommt immer noch mal was dazu, wo ich merke, ah, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel die Pupille nicht ausmale, dann sieht es halt einfach so und so aus. Und dann, bleibe ich auch selber am Ball, so. Deine Arbeit, die man sich sonst unter anderem zum Beispiel auch auf Instagram anschauen kann, das sind ja wirklich klassische Cartoons, die sich in einem Bild oder meinetwegen noch in einem zweiten selbst erklären eigentlich. Also wirklich für den Moment Situationen, häufig mit einem Gag untermalt. Vielleicht können wir da nochmal kurz zu sprechen drauf kommen, bevor wir uns dann deinem neuesten Werk widmen. Erzähl doch mal, wie entstehen eigentlich deine Cartoons? Wo fängt die Idee an? Wie kommt es zur Umsetzung? Erzähl mal. Also heute Mittag habe ich mir tatsächlich mal wieder was aufgeschrieben, also das passiert auch ab und zu, dass ich mal da sitze und die Memo-Funktion vom Handy benutze und mir da dann so ein bisschen was aufschreibe und teilweise den kompletten Dialog auch runterschreibe. Wie gesagt, der Text ist mir immer sehr wichtig und das ist das, was als erstes immer da ist, aber im Normalfall ist es tatsächlich so, dass ich halt einfach so Sessions habe, also dann fange ich mit irgendwas an und dann zeichne ich einfach weiter und weiter und weiter und dann kommt mir was Neues in den Sinn und dann beobachte ich wieder irgendwas oder ich denke über irgendwas nach und dann versuche ich das so umzusetzen, dass es halt mit meinen Mitteln relativ einfach ist und auch schnell wie möglich auf eine Pointe kommen kann, weil also ich kann halt keine komplette Geschichte erzählen, das habe ich jetzt bewiesen. Ob die voll geil ist, müssen andere entscheiden. Bevor ich das versucht habe, habe ich immer versucht, alles in einem Bild zu erzählen, wie du schon gesagt hast. Und da musst du halt natürlich, vor allem ist es dann wichtig, was lasse ich weg? Also du hast oft eine ganz große Idee und dann geht's erstmal daran, okay, wie kriege ich die jetzt auf 3 Sätze runter, dass immer noch klar ist, was ich erzählen möchte. Und das ist gar nicht so einfach. Aber macht auch Spaß und ist natürlich eine gewisse Form von Herausforderung. Die Kunst der Reduktion ist tatsächlich gar nicht so einfach, dass man da, wie du schon sagst, sich aufs Wesentliche konzentriert. Und das hat dann zur Folge, dass es Comics von dir gibt, in denen es mal sehr wenig Text, weil es offensichtlich eine Punchline gibt, die sofort funktioniert. Mhm. Und dann gibt es eben welche, die sind von vorn bis hinten mit Text, also das ist sehr textlastig. Gibt es auch solche? Ja, das ist dann so ein richtiger Block, so, wo es dann auch darum geht, dass jetzt gerade viel gesprochen wird. Das passiert natürlich auch oft, dass ich irgendwelche Gedankengänge oder so, dass die so bam, 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 also dass die ganz schnell kommen müssen und das muss dann halt auch einfach in so einem Textblock sein. Und manchmal
musst du es halt irgendwie, musst du eine Situation ja auch in die Länge ziehen können, um Situationskomik zu erzeugen, und dafür brauchst du halt einfach Panels. Und dafür brauchst du auch mal ein Panel, in dem einfach nichts passiert. Das ist ganz klar, das ist im Prinzip nichts anderes, als ein Storyboard zu zeichnen. So. Würdest du von dir sagen, du hast Themen, die du behandelst, irgendwie so Themengebiete, oder würdest du eher sagen, dass du da sehr breit aufgestellt bist? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, mein Schwerpunkt ist so, ist alles, was popkulturell ist, ne? Also vor allem Musik, aber auch Filme und halt so Science-Fiction-Sachen, Horror. Also ich baue gerne mal ein Monster ein oder so. Das macht mir am meisten Spaß, einfach auch darüber eine Geschichte zu erzählen. Und da ist auch schwierig, sich wegzubewegen. Was natürlich auch ein wichtiger Schwerpunkt ist, ist was, also persönliche Sachen, die ich halt, wie gesagt, beobachte, und natürlich auch politische Sachen, was halt dafür, also auch schon dazu gesorgt hat, dass ich dafür gesorgt hat, dass ich in der Titanic oder im Eulenspiegel oder so auch schon aufgetaucht bin und halt auch schon seit einigen Jahren monatlich im Ox-Magazin, das ist ein Punkrock- und Hardcore-Magazin, dass ich da einfach Teil des Ensembles bin, weil das auch die Szene ist, der ich mich schon immer irgendwie zugehörig fühle oder in der ich mich bewege. Und dann ist ganz klar, dass da die Beobachtungen, die ich da mache, natürlich am meisten in die Kunst auch mit einfließen. Und was sich vor allem auch auszeichnet, ist ja für den Cartoonisten ganz wichtig, dein Humor. Und da muss ich mal ein Kompliment aussprechen, der hat, finde ich, zwei Facetten, die ich mal betonen möchte. Zum einen ist er tatsächlich einfach auch sehr gut beobachtet. Wir haben eine ganze Menge Sachen, wo ich mir denke, gerade jetzt hier in diesem Cartoon-Buch, das ich hier gerade so überflogen habe, oder eben auch im Last, dem Agentur-Depp, das ich ja bereits lesen konnte, da sind sehr gute Beobachtungen, da sind Situationen und Szenen, die wir alle irgendwie kennen, aber du hast sie wirklich pointiert auf den Punkt gebracht. Das gefällt mir sehr gut. Und was mir noch ein bisschen besser gefällt, sind die Cartoons, von denen andere sagen würden, die sind aber jetzt schon sehr stumpf. Und das sind genau die, wo ich sage, so geil, endlich zeichnet es mal einer. Das spricht mich tatsächlich sehr an, wenn ja man auch mehr als nur unter der Gürtellinie ist. Das finde ich persönlich total amüsant. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel gab es ja so einen Auto-Kfz-Service Wuchtel oder so. Ah, ja. Also, ja, ja. Also, keine Ahnung, das fand ich toll. Wer wissen will, wie dieser Gag funktioniert, der besorgt sich das Egon Forever Cartoon-Buch. Auf jeden Fall. Genau, das ist mein erstes Buch, das beim Ventilverlag erschien, beim Verlag mittlerweile vergriffen, aber irgendwo in den hintersten Winkeln des Darknets kriegt man auf jeden Fall noch ein Exemplar. Die Nachfolgeausgabe Egon Forever rettet die Welt ist nicht minder lustig und kann aber immer auch noch beim Verlag gekauft werden. Und da sind wir schon bei einem ganz guten Punkt. Wer übrigens wissen will, wie du zum Ventilverlag gekommen bist, der muss sich unbedingt unser erstes Interview anhören. Da haben wir das thematisiert. Ich verlinke das in den Shownotes. Aber jetzt, wo der Moment gekommen ist, wo du auch bei einem, ich sag mal, eher klassischeren Comicverlag untergekommen bist, nämlich bei den Kollegen von CrossKite, gab es offensichtlich und scheinbar einen Verlagswechsel. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen? Also ich habe tatsächlich den Verlag nicht gewechselt. Nach wie vor würde ich jederzeit eine Cartoonsammlung von... Die letzten beiden Bücher bei Ventil waren ja so ein Mix aus bereits veröffentlichten Sachen und exklusivem Zeug, das es nur in diesen Büchern gibt. Und das würde ich auch jederzeit gerne wieder machen. Ich glaube, der Ventilverlag auch. Ich gehe mal davon aus. Aber beim Lars der Agentur-Depp war es halt einfach von vornherein klar, dass es inhaltlich nicht zu diesem Verlag passt. Weil das halt einfach so eine durcherzählte, nicht ganz so nischige Geschichte ist, wie das, was ich sonst immer so mache, sondern eher was, womit sich vielleicht auch eine größere Bandbreite an Menschen identifizieren können, weil es halt auch einfach ein bisschen eine klassische Bürogeschichte ist, mit dem Schwerpunkt halt Agenturarbeit. Und ich bin dazu gekommen, ich habe selber mal für ein Jahr lang in einer Agentur gearbeitet, die an ProSieben gekoppelt war, und es war ein fürchterliches Jahr, nachdem ich mich danach wieder dazu entschieden habe, in meinen alten, und zwar in meinen Sozialberuf zurückzugehen. Aber dieser einjährige Einblick hat eben dazu geführt, dass ich das war so eindrücklich, dass ich es einfach in irgendwas verarbeiten musste. Und das habe ich dann irgendwann getan. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und habe mir überlegt, kannst du
kann schon eine ganze Geschichte erzählen. Wie anstrengend wird es? Vor allem mit einem Vollzeitjob und pipapo. Ich meine, du weißt ja selber. Habe ich überhaupt die Zeit und die Kapazität und die Energie? Und irgendwann war ich halt mit der Geschichte fertig. Während ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ob das überhaupt geht. Und dann war das Ding dagelegen. Und wie gesagt, es war von vornherein klar, dass das nicht bei Ventil veröffentlicht werden wird. Das war mir klar, das war Ventil klar. Ich glaube, das war allen klar. Und dann bin ich damit eben auf meinen Freund Michael Schuster zugegangen, der bei CrossCult Verlag arbeitet und immer auf der Comic-Con, auf der wir uns ja auch beide kennengelernt haben, in Stuttgart, da sitzt der witzigerweise immer ziemlich unweit von mir und ich kann ihn immer von meinem Tisch aus, ich gehe jetzt schon seit 3 Jahren auf die Comic-Con in Stuttgart mit einem eigenen Stand, ich kann ihn von meinem Tisch aus immer beleidigen und ich glaube irgendwann in dieser Beleidigung ist auch mal reingerutscht, dass er doch bitte mal mein nächstes Buch machen soll und er rief mir glaube ich so rüber, ja mache ich und dann war das einfach geschwätzt. Und dann war ich irgendwann im Sommer diesen Jahres mit den Originalzeichnungen beim CrossCult Verlag und habe denen meinen Umschlag in die Hand gedrückt und die Frau am Scanner, der ich gesagt habe, hey, bitte gut drauf aufpassen, das ist mindestens 7 Euro wert. Die hat nur gesagt, da haben wir schon ganz andere Sachen da, Kat. Und dann war mir klar, hier bin ich zu Hause und hier ist der Lars zu Hause und jetzt im Dezember wird es veröffentlicht. Das ist ja erstmals so, soweit ich das überschauen kann, beziehungsweise, nee, genau genommen ist es nicht erstmals so. Mit der unfassbaren Welt des Baba Kulor hast du ja quasi auch schon eine, wenn man so will, zusammenhängende Geschichte erzählt, die sich aber auch so ein bisschen wie so eine Anthologie letztlich liest. Mhm. Und beim Lars ist das ähnlich, aber vielleicht noch ein bisschen so kompakter. Also es ist schon eine Geschichte, aber eigentlich ist auch relativ egal, sag ich mal, welche Szene man nach welcher liest, weil die jetzt nicht unbedingt aufeinander aufbauen. Mhm. Aber es ist schon was anderes als einfach nur so ein Cartoon, der sich jetzt in einem Bild quasi darstellt. Warum eigentlich? Also hast du so ein bisschen den Wunsch, auch mal wieder so eine längere Geschichte zu machen oder ist es jetzt einfach nur mal ein Experiment gewesen? Es war irgendwie beides. Also vor allem hatte ich halt einfach die Idee der Geschichte halt im Kopf. Ich wollte halt die Geschichte vom Lars erzählen, der halt in dessen Arbeitstag quasi so erzählt wird und der halt langsam in der Agentur so ein bisschen abfuckt. Und mit langsam meine ich, er fuckt halt voll ab. So. Ja. Also und diese Story wollte ich halt einfach irgendwie erzählen. Und ich habe mich auch irgendwann mal in meinem Leben an einem Roman versucht und das ist mir nicht gelungen. Und Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also versuche es mit den Mitteln, die du schon etabliert hast. Und das sind einfach meine Strichfiguren-Cartoons. Und versuch damit, das Bestmögliche irgendwie hinzubekommen. Weil ich mag es, Geschichten mir auszudenken und ich mag es, Geschichten zu erzählen. Und das habe ich früher in Songs getan, als ich noch Musik gemacht habe. Und jetzt habe ich nun mal dieses Egon Forever Ding. Jetzt habe ich die Reichweite. Jetzt habe ich Leute, die sich auf diese Erzählstruktur einlassen, die sich auf diese Machart auch einlassen können, die einfach checken, okay, der Lux, der zeichnet halt Strichmännle auf Karo-Papier. Und das habe ich mit dem Barbarkulor, war das so der erste Schritt. Das war aber auch so ein bisschen so eine Quatschgeschichte. Und das weiß auch jeder, der das gelesen hat. Und das fand auch nicht jeder irgendwie gut. Das war eher was ich für mich selber gemacht habe. Und beim Lars war es eher so, dass ich gesagt habe, so jetzt stellst du mal dich selber hinten an und erzählst eine Geschichte so, dass sie für jeden, ob das jetzt ein Anfänger ist, ob das meine Eltern sind, ob das Comic-Super-Cracks sind, für jeden irgendwie Sinn macht in der Erzählstruktur und ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Durchaus. Deswegen habe ich es auch, als ich mir erlaubt habe, schon mal die erste Meinung zu diesem Comic online zu posten, darauf hingewiesen, dass es sich auch sehr gut als Weihnachtsgeschenk einfach anbietet, weil er halt tatsächlich einfach ein guter Einstieg ist. Ich finde tatsächlich den Preis auch echt angemessen. 13 Euro für ein schickes Hardcover, wie wir das gewohnt sind bei CrossCult. Ich habe das Hardcover selber noch nicht in der Hand gehabt, aber die sind im Regelfall sehr gut verarbeitet. Und das wäre auf jeden Fall ein tolles Weihnachtsgeschenk, das in der Preisklasse übrigens auch sehr gut in ein Wichtelpaket passt. Reusbauer. Und also bin wirklich sehr angetan und fand zum Beispiel auch ganz cool, dass das ja letztlich, und ich glaube, das ist in Agenturen üblich, ich selbst habe nie in einer Agentur gearbeitet, keine Ahnung, aber es ist teilweise ja schon ein ganz schönes Bullshit-Bingo, das da auf die Leser einprasselt und wahrscheinlich eben auch auf die Mitarbeiter. Vielleicht noch die 2 Fragen. Zum einen, wie viel ist denn letztlich auch an tatsächlichen, sag ich mal, Erfahrungen aus deiner Agenturzeit da reingeflossen? Diese Kollegin zum Beispiel, die da eben zum Lars da plötzlich zutrifft, mit der er sich scheinbar ganz gut versteht. Gab es da eine Vorlage in der echten Welt?
Die tatsächlich nicht. Das ist witzig, dass du gerade die ansprichst. Das ist der einzige Charakter, den ich mir komplett frei ausgedacht habe. Alle anderen, ja, also der Hauptcharakter sowieso. Da sind sehr viele Parallelen zu vielen Freunden von mir erkennbar, speziell zu einem, der weiß es auch, und auch optisch vor allem. Ich selber natürlich habe ja meine Erfahrungen gemacht in der Agenturzeit und hab, da ist auch viel kleben geblieben so. Und das ist halt alles so eine ganz verwurstelte Geschichte. Also viele von meinen Freunden und Freundinnen schaffen auch noch in Agenturen und erzählen mir natürlich Sachen. Manches davon finde ich spektakulär bescheuert, dass ich es auf jeden Fall verarbeiten muss. Und manche Sachen habe ich einfach selber erlebt das war mir zu schade, das nicht einzubauen. Und das ist auch so im Nachhinein, ne? Wenn du dann einfach so, das ist ja auch schon bei mir wieder 4 Jahre her oder 5, und du arbeitest dann auf einmal wieder 5 Jahre lang in einem vernünftigen Beruf, im Sozialberuf, und du machst dir so Gedanken drüber, boah, leck, so war das damals, hey. Das war ja echt, also das wird dir dann erst im Nachhinein bewusst, wie krass das halt war und dass das aber normal ist, dass es so salonfähiges Verhalten gibt innerhalb von Agenturen, wo du eigentlich reingehen solltest und sagen solltest, so Moment mal Leute, also denkt da mal drüber nach, ob das jetzt gerade irgendwie vernünftig ist, was hier gerade passiert. Also gerade dieser Moment, so hoch zu gucken und so am Computer zu sitzen, aber dann so hoch zu gucken, sich umzuschauen und sich einfach mal zu fragen, was macht hier gerade eigentlich jeder? Also, mir kann niemand erzählen, dass er den ganzen Tag genau an einem Projekt arbeitet. Und das machen wahrscheinlich sogar die wenigsten. Die meisten sind, das ist halt einfach so eine Deadline-Geschichte. So, man lässt sich halt voll den Druck rein. Und am Schluss schafft man halt irgendwie, keine Ahnung, durch die Nacht, damit die ganze Scheiße fertig wird. Aber davor saß man halt da und hat irgendwie vielleicht was ganz anderes gemacht. Ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, wir waren so mit Skype vernetzt. Und ein Kollege hat mir den ganzen Tag über Skype irgendwelche Thrash-Metal-Videos geschickt. Die waren alle geil, so. Ja, klar. Aber ich dachte mir die ganze Zeit so, hey, was macht der eigentlich nichts nebenher? Muss der sich nicht konzentrieren oder so? Weil der hört sich das ja gerade selber an. Oder zieht sich besser gesagt das Video rein. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Und das gibt's ja also überall wahrscheinlich. Und wenn du das dann noch abgleichst mit deinem, also mit dem jetzigen Job, den ich jetzt habe, der Sinn macht und der irgendwie, ja, wo am Schluss vom Ende vom Tag, wo du irgendwie wirklich mit einem Ergebnis rausgehst und denkst, ich glaube, ich habe ein bisschen was an der Gesellschaft gemacht und wenn es nur 0,00001% war und das dann im Vergleich dazu, wie ich Suchmaschinenoptimierung bei der Agentur gemacht habe, denke ich mir, Gott sei Dank bin ich da weg. Das scheint mir tatsächlich auch einfach eine schöne Sozialstudie zu sein. Gerade die von dir beschriebenen Szenen, so Interaktionen mit den Kollegen, wie man sich eigentlich im Klaren ist, welche Sinnlosigkeiten man hier letztlich den ganzen Tag da so macht und vor allem auch von diesem Bildschirm hängt. Das fand ich, obwohl ich da nie gearbeitet habe, sehr interessant und vor allem auch schön veranschaulich dargestellt. Deswegen vielleicht auch für einfach generell schon mal als Zielgruppe da draußen, wer mal in dem Büro gearbeitet hat und weiß, wie es ist, Zeit totzuschlagen oder sagen wir mal Gespräche mit Kollegen zu führen der etwas anderen Art, für den ist auf jeden Fall die Empfehlung ausgesprochen, da einen Blick in diesen Comic zu werfen, der übrigens am 6.12.2019 erscheinen wird. Boah, hoffentlich klappt das alles. Soweit ich weiß, ist er schon im Druck, ne? Er ist jetzt im Druck, genau, und das ist für mich auch das allererste Mal, dass ich was so komplett aus der Hand gebe. Ne, Ventiles ist zum Beispiel ein Independent-Verlag, da hat man immer noch so ein bisschen Handhabe und kann Sachen steuern und ja, wird über vieles unterrichtet. Und bei CrossCult, das ist halt einfach ein Profi-Verlag, da musst du halt einfach sagen, okay, hier ist es und jetzt entscheidet das Schicksal und eure Profession. Und natürlich vertraue ich CrossCult zu 100%. Ist ein Spitzenverlag, haben auch mega geiles Zeug noch mit dabei. Also ich finde mich da ja in einer wahnsinnigen Riege auch wieder. Deswegen, ich glaube, das klappt schon alles. Und ich glaube, am 6. Dezember werden das die Leute, die es vorbestellt haben oder die das da bestellt haben, dann auch im Briefkasten haben. Oder es steht im Buchhandel. Amen. Gerade wenn man bedenkt, dass die Kollegen von CrossCult ja einfach, das sind gar nicht so viele Leute, ne? Mhm. Wenn man mal guckt, was die für einen hochwertigen Output haben und was die alles machen, das ist echt, das sind eine Handvoll Menschen sind das. Viel mehr sind das nicht. Ja.
Ja, ja, sind nicht so massiv viele. Und ja, wie du sagst, das Programm ist, da ist halt auch für jeden was dabei, finde ich. Also ich war dann auch so, bin da dann in den Heiligen Hallen natürlich auch gewesen und durfte das Archiv mal durchstöbern und so. Und ich meine, da gibt's Peanuts, da gibt's Walking Dead, da gibt's Saga, da gibt's so viel geilen Scheiß. Also da kann mir keiner sagen, boah, also zumindest ein comicbegeisterter Mensch kann mir da nicht sagen, dass für ihn nichts dabei wäre. Weil, also von Alien versus Predator bis zu, keine Ahnung, Akte X, findest du alles. Das ist. Ja, und dann vielleicht noch letzte Frage zum Schluss, da jetzt eben dann der Release quasi vor der Tür steht. Und wenn die was bei CrossCult machen mit jungen deutschen Künstlern, dann, dass sie die auf die ein oder andere Con schicken, dass du Signiertermine haben wirst und dass man auf jeden Fall auch irgendwo die Gelegenheit haben wird, dich live anzutreffen. Gibt es da schon irgendwas, was spruchreif wäre? Vielleicht Erlangen nächstes Jahr oder ein bisschen früher schon was? Also Erlangen habe ich auf dem Schirm auf jeden Fall. Ich habe mir sogar ursprünglich mal überlegt, auch mit einem eigenen Stand hinzugehen, aber das ist einfach logistisch nicht möglich. Aber ich werde auf jeden Fall am CrossCult-Stand irgendwie, ich meine, Erlangen geht, glaube ich, auch immer so eine Woche oder so. Ich weiß nicht, du bist da firm? Ja, so also 4-5 Tage, je nachdem, wie lange man macht. Ja, genau. Und irgendwann an diesen Tagen werde ich sicherlich das schaffen, da hinzufahren. Das ist ja jetzt auch nicht so mega weit von mir aus. Das kriege ich irgendwie hin. Ansonsten habe ich mich schon für die Comic-Con in Stuttgart angemeldet, die ja nächstes Jahr im Winter ist. Mhm. Genau. Und ich hoffe, du auch. Natürlich. Ja. Dann sehen wir uns da spätestens wieder, also so in einem Jahr. Auch geil. Haben wir was, worauf wir uns freuen können. Und dann ist am 24. Jetzt habe ich das Datum gar nicht im Kopf. Irgendwann im Januar ist auf jeden Fall die After-Release-Party, weil ich wollte halt unbedingt den Lars auch ein bisschen feiern, so, dass der rauskommt. Und da wollte ich das natürlich auch in einer Agentur machen, stilecht so. Und leider hat die Agentur nicht um den Zeitraum des eigentlichen Release Zeit gehabt, mir da der Veranstaltung zu ermöglichen, was überhaupt nicht schlimm ist, sondern wir machen es dann einfach Ende Januar. Und genau, das findet dann im Geheimtipp Stuttgart statt. Das ist so ein Stadtmagazin von Stuttgart. Wie man sich's vorstellt, so ein großformatiges, werbefinanziertes Teil, mega ätzend, aber voll die netten Leute. Und ich habe richtig Bock, in so einer Agentur dann drin zu stehen und da irgendwie ein bisschen eine Präsentation vom Lars zu machen und so. Genau, ich glaube 24. Januar war's. Es ist ein Freitag auf jeden Fall. Eine öffentliche Veranstaltung? Das ist eine öffentliche Veranstaltung, ja. Okidoki, behalten wir auf dem Schirm. Ich denke, das wird gut voll. So, also es ist ja, wie gesagt, eine kleine Agentur, aber kommt zahlreich. Ich kaufe 2 Kästen Bier und dann legen wir den Laden in Schutt und Asche. Optimal, noch den Jens dazu und dann kann es losgehen. Der Jens Kasper, der pennt wahrscheinlich schon die Nacht davor da, damit auf jeden Fall pünktlich ist. Sehr gut. Wer das ist, das kriegt man lieber selber raus oder guckt mal im Internet. Der junge Mann ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Yo, yo, yo. Oh ja. Dann, bevor ich hier anfange, uns kaputt zu husten. Lieber André, danke ich dir vielmals, dass du dir zum einen die Zeit genommen hast, Lars der Agentur-Depp zu machen, weil es echt toll ist. Und ich danke dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute ein bisschen darüber und über deine Arbeit zu plaudern. Ich danke dir. Ich danke dir für die Props. Ich danke dir für die Zeit. Ja, du machst einen tollen Podcast. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Also spätestens, wie gesagt, bei der Comic-Con in Stuttgart, aber vielleicht auch davor schon. Du bist ja dann wahrscheinlich auch in Erlangen, läufst da in deinem Batman-Kostüm, in deinem Batman-Anzug wahrscheinlich rum. Genau, also du bist nicht zu übersehen, deswegen freue ich mich schon. Okidoki, lass krachen, bis dann, ciao. Hau rein, tschüssle. Wir schreiben das Jahr 2019 und wir sind heute auf der Dreieich-Con, eine Veranstaltung, von der vielleicht noch nicht jeder unserer Hörer etwas gehört hat. Und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Wir sitzen hier im Media Hub und allein das klingt schon ziemlich geil. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Christian. Hallo Christian, du bist hier Chef oder Mitorganisator von der Dreieich-Con, stimmt das? Also ich bin der Chef, bin auch der Gründer, ich habe die Veranstaltung 1995 gegründet, im März 95 war Dreieich-Con 1. Kumpel von mir, der Robert, hatte damals die Idee im Herbst 94. War so der Punkt, wo der Robert sagte, ja, wir spielen D&D, wir spielen DSA, wir fahren auf coole Cons. Warum machen wir nicht selber eine Convention?
Und das war die Idee von Robert. Und dann haben wir uns da zusammengesessen und haben gesagt, ja, hat der Robert eigentlich recht. Und ein anderer Kumpel von mir, der Jörg, hat gesagt, ja, ich habe da die Kontakte zum Martin Kleben, das ist der Chef vom 252, damals Deutschlands zweitgrößten Rollenspielverein nach der GFR. Und der 252 hat damals Frohn gemacht, das war das große Frankfurter Rollenspieltreffen, damals das Flaggschiff der Szene, größte Convention. Ja, und dann hat der Jörg den Martin angerufen, ich war beim Jörg daheim. Und wir waren damals ja, Schüler und Studenten. Und das, wie gesagt, Herbst 94. Und dann haben wir Martin gefragt und gesagt, hier, ich habe da angerufen und gesagt, hier, ich bin der Christian Diana vom Jugendclub Wierig. Du kennst mich nicht, aber wir würden gern einen Con machen und wir würden es gerne dreieich machen. Und haben dir so kurz erzählt und hast du Zeit, hast du Bock, hast du Lust, da uns irgendwie zu supporten? Dann war kurz Stille und er so, klar. Okay. Also Rollenspielcon, und du hast im Vorgespräch auch schon erzählt, ihr seid als Verein organisiert. Macht ihr das so nebenbei oder ist das jetzt schon auch ein Job für euch? Also wir machen das komplett ehrenamtlich. Es gibt natürlich externe Dienstleistungen, die man einkaufen muss, aber die Arbeit der Vorbereitung und das Ganze hier zu organisieren, machen Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins und Freunde der Convention, die das aber alles ehrenamtlich machen, in ihrer Freizeit. Weil es eben so sehr professionell wirkt. Deswegen frage ich, ich bin ja quasi jetzt das dritte Mal jetzt hier, privat und jetzt eben auch mal hier mit Mikro. Erzähl mal, wie sieht's aus? Warum geht's hier eigentlich inhaltlich? Ich habe jetzt schon gehört, es geht um Rollenspiele. Ich habe diverse Tische gesehen, an denen Menschen sitzen und eben Rollenspiele spielen. Mir sind aber auch Illustratoren aufgefallen. Es gibt hier Lesungen und viele weitere Sachen. Erzähl doch mal was zum Programm, bitte. Also Kern der Veranstaltung ist ganz klar das Thema Rollenspiel, also sprich die ganz klassischen Rollenspiele aus dem Bereich Pen und Paper. Und wir haben aber irgendwann gesagt, wir wollen auch gerne noch andere Sachen dazu nehmen. Das heißt, irgendwann kamen Trading Cards dazu. Wir haben zum Beispiel die Perry-Roden Trading Cards, die sich hier einmal im Jahr treffen. Es kamen Tabletop und Cosims dazu, wie Demon World, die seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Wir haben jetzt ein sehr, sehr großes Infinity-Turnier laufen, was wir aber ausgegliedert haben aus dem Hauptgebäude, sondern da haben wir noch weitere Räumlichkeiten, 3 Kilometer von hier entfernt dazu genommen, wo einfach nur Turnier gespielt wird, weil einfach die Convention einfach krass gewachsen ist. Das heißt, wir haben den Rollenspielkern, aber wir wollen noch weitere Bereiche der Fantastik, wie Lesungen, wie Illustratoren, Autoren, die man treffen kann, die Workshops hier machen, andere Präsentationen dazu nehmen. Wir haben Cosplayer dabei, die 501. Star Wars. Dann haben wir Halo, ein großes Team da, Sayuri Cosplay, die Svenja, eine einzelne Cosplayerin. Dann zu Pokémon, da haben wir dieses Spezialevent von der Kruger Liga, also wirklich Vollgasprogramm. Das heißt, jeder, der hier Fantastik mag, soll und kann hier glücklich werden. Und es findet hier in Dreieich eben statt, in der Stadthalle in Dreieich, glaube ich, heißt es hier. Wir sitzen jetzt gerade hier in Teilen der Bibliothek. Warum gerade Dreieich, warum gerade hier? Also im Prinzip ist so, also vielleicht nochmal zum Namen, unsere Stadthalle heißt Bürgerhaus. Also wir haben das komplette Bürgerhaus, die Stadtbücherei nebendran, die Nebengebäude. Warum hier? Weil letztendlich der Bürgerverein Buchschlag, der Mutterverein vom Jugendclub Wierig ist, hier in Dreieich sitzt. Also ein Stadtteilverein sozusagen, ein Buchschlagerverein. Und deswegen war für uns klar, damals 95, wir machen die Veranstaltung in Dreieich. Wenn man nur jetzt auf Wachstum gehen würde, wenn es nur darum gehen würde, die Veranstaltung größer zu machen, hätten wir Dreieich schon ungefähr so um das Jahr 1999, 2000 verlassen müssen, weil einfach der Platz, den wir hier benötigen, einfach nicht da ist. Aber das ist für uns nie eine Frage, die sich wirklich gestellt hat, weil wir immer gesagt haben, es ist ein Dreieicher-Verein, der Con heißt auch Dreieich-Con, die Convention heißt auch Dreieich-Con. Und wir wollen jetzt kein komm zum Dreieich-Con nach Frankfurt machen oder komm zum Dreieich-Con nach Offenbach, sondern wir bleiben natürlich in Dreieich, werden jetzt gucken, ob wir noch weitere Räumlichkeiten dazu bekommen, weil das Wachstumspotenzial einfach riesengroß ist. Und aber wir werden auf jeden Fall Dreieich nicht verlassen. Okay, ist ja auch recht gut erreichbar hier alles, ne? Parkplatz auch vor der Haustür und so. Vielleicht noch so ein bisschen zum Inhaltlichen, zum Rollenspielen selbst. Für mich so als Außenstehender, da gibt es da auch viele Trends, gibt viele neue Produkte, die auf den Markt kommen, viele neue Rollenspiele, die man spielen kann. Auf der anderen Seite natürlich aber auch wieder viele Klassiker. Wie seid ihr da so aufgestellt? Einfach querbunt durchmischt? Kann man mal Sachen ausprobieren? Oder bedient ihr vor allem Klassiker? Wie sieht das aus? Also in dem Bereich ist es so, dass ich ein bisschen kurz ausholen muss. Es hat die Rollenspielszene letztendlich einen schwerer Schlag getroffen, muss man so sagen. Wir hatten die RPC-Messe, eine Messe, die unter anderem das Thema Pen-and-Paper-Rollenspiel bedient hat. Diese RPC-Messe ist
muss man ganz klar sagen, terminiert worden, weil sie letztendlich war in Köln die Messe, ich glaube 25.000 Besucher. Da war im Prinzip alles, was irgendwie im Rollenspielbereich irgendwie rumläuft in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, drumherum, einfach vertreten. Und diese Messe wurde letztendlich geschluckt sozusagen durch die Comic-Con Experience, die jetzt auf den Weg gebracht worden ist von der brasilianischen Omelette-Gruppe, heißt es, glaube ich. Dadurch hat die Rollenspielszene praktisch ihre große Messe verloren. Das können wir nicht kompensieren, dafür sind wir einfach zu klein. Aber wir suchen als die zweitgrößte deutsche Fantastik-Convention von den klassischen Conventions, die in Stadtteilen, Schulen oder Bürgerhäusern stattfinden. Nach dem Hamburger Nordkon sind wir die zweitgrößte. Das so ein bisschen zu kompensieren, gerade weil wir im Bereich Pen und Paper die stärkste Convention sind. Wenn man diesen Pen und Paper-Bereich mal rausschneidet, da es gibt nirgends so viele Rollenspielrunden wie auf dem Dreieckkon, im deutschsprachigen Raum komplett. Mhm. Das heißt, wir werden versuchen, auch in Zukunft noch mehr von den kleinen Verlagen zu bekommen. Wir sind die einzige freie deutsche Convention, die sozusagen Partner von Ulysses ist, dem Marktführer im Bereich Rollenspiel, eine Partnerschaft, die beiden Seiten, dem Wirk als auch Ulysses, sehr, sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, noch weiter den Bereich Kleinverlage zu stärken, noch mehr Kleinverlage auf die Convention zu bekommen. Unsere große Hoffnung ist der Rick. Der Rick ist ein sehr guter Kumpel von uns. Der hat die Labwerk-Convention auch in Dreieck gemacht, mit 1.500 Besuchern. Und der Rick wird jetzt, ja, letztendlich versuchen, so ein bisschen die Rettungsboote, nachdem die RPC gesunken ist, zusammenzusammeln auf der Weltenwerker-Convention. Also, das würde ich euch als Fantastic-Fans ans Herz legen. Es wird die Weltenwerker nächstes Jahr im März, kann man auch auf der Webseite von denen sehen und auch bei Facebook, in Gießen geben, in der Messe Gießen. Das könnte eine RPC 2.0 werden, eine kleine RPC. Ich halte es für sehr, sehr wichtig und vor allem die Weltenwerke hatte das Problem, dass alle deutschen Stadtteilen, die es gibt, seien sie noch so groß, zu klein sind. Die Weltenwerke hat das Problem, dass alle deutschen großen Messen, Frankfurt, Köln, die anderen großen Messen, zu groß sind. Das heißt, Weltenwerke braucht eine Messe, die deutlich größer als jede Stadthalle ist, aber deutlich kleiner und damit auch deutlich günstiger als jede von diesen Riesenmessen. Und er hat jetzt nach langem Suchen, Eric, die Messe Gießen gefunden. Ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber ich glaube, bis ungefähr 10.000 Leute kann man dort eine Veranstaltung auf den Weg bringen. Das heißt, soweit ich weiß, wäre jetzt so die erste grobe Richtung von der Zielsetzung, diese 1.500 Besucher der Labwerker nach Gießen mitzunehmen. Der Rick und sein Team würden sich freuen, wenn jeder Laper ein Pendant hätte als Rollenspieler. Dann hätten wir nämlich 3.000 Leute auf der Weltenwerker. Und deswegen wäre das auch mein großes Anliegen, auch aus Dreieckkon-Sicht. Wir brauchen wieder eine Rollenspielmesse, keine Convention, eine echte Messe, auch wenn sie Weltenwerker-Convention heißt oder Weltenwerker-Con. Und das ist vielleicht nur eine kleine Botschaft, die ich hier aus Dreieck senden will. Wir drücken dem Rick und seinem Team die Daumen, dass er es schafft, diese 3.000 plus x Leute zusammenzukriegen und dass die Szene auch da unterstützt. Das klingt letztlich vor allem sehr freundschaftlich, als wäre da gar nicht so dieser Konkurrenzgedanke hinter, sondern letztlich wirklich ein Miteinander in der Szene. Ist das quasi beispielhaft für die Szene selbst? Für die Szene heute ja. Ich glaube, das war teilweise in den 90er ein bisschen anders. Das hat sich aber, finde ich, deutlich gebessert. Alleine, dass wir heute den Goldenen Stefan Dreieckkon Ehrenpreis haben für das Verdienst ums für die Szene, die heute an unser Schweinfurter Freunde ging vom Fantasy Festival. Dass wir eine sehr enge Kooperation haben mit dem Radcon von Ulysses, mit dem Feencon, dass Nordcon und Dreieck in zwei Jahren, 2021, 20 Jahre Konfreundschaft feiern. Das heißt, dass im Prinzip die Szene zusammenhalten sollte und das auch größtenteils tut. Mag sein, dass es Ausnahmen gibt, aber ich sag mal, 90% tut es. Und was uns auch wichtig ist, wir unterstützen auch die mittelgroßen Veranstaltungen, auch die ganz kleinen Veranstaltungen. Von allen deutschen Conventions, von den Pen- und Paper-Conventions hat Dreieckkon zum Beispiel die größte Facebook-Seite, die es gibt. Wir sehen aber auch, es gibt Newcomer, denen wir die Daumen drücken. Eine Sarkon, die einen YouTube-Channel hat, die einzige deutsche Convention, die praktisch live im Stream ist, während die Convention läuft. Wir sehen mit sehr, sehr großer Freude eine Aniro, die von Martin in Siegen organisiert wird. 150 Leute, das Orga-Team alle Anfang 20 und die Besucher zwischen 15 und 25. Also es ist eine große Familie und natürlich kann man sich so ein bisschen aufziehen, von wegen welcher Con war hier und da groß, aber das ist eher so sportlich. Aber im Endeffekt ist es eine große Familie, die auch zusammenhalten sollte. Weil wir sind eine Nische, wir sind eine Subkultur und es sollte eine Nische sein, wo sich alle wohlfühlen. Ja, eben auch mit scheinbar
positiver Nachwuchsgewinnung, wie es aussieht, also da neue Leute mit ins Boot zu holen, ist wohl offensichtlich durchaus machbar. Und es freut mich auch sehr, das zu hören, dass die Leute vielleicht von dem Bildschirm ein bisschen wegkommen und sich auch mal andere Sachen anschauen. Ja, wie sieht's aus? Vielleicht noch zuletzt ein kurzer Blick in die Zukunft. Vielleicht auch schon das nächste Jahr. Könnt ihr schon sagen, wie und wann ihr stattfindet? Habt ihr generelle Pläne so für eure Veranstaltung in den nächsten Jahren? Also stattfinden tut TreichCon 30 am 21. und 22. November 2020. Wir werden versuchen, weiter an Räumen dazu zu bekommen, weil wir einfach einen irrsinnigen Platzbedarf haben und die Räume, die wir jetzt dazu gemietet haben, die haben uns weitergeholfen. Das waren über 200, ich glaube 250 Quadratmeter zusätzliche Räume, zusätzlich zu denen vom letzten Jahr, wo aber nur gespielt wurde, wo jetzt nichts anderes passiert ist. Also wir werden versuchen, noch mehr Spielfläche zu bekommen, damit wir auch Spiele von hier auslagern können, damit wir noch mehr Platz für die Kleinverlage schaffen. Weil das ist uns mit dem Buchon sehr gut gelungen. Also Buchon, wir hatten jetzt für einen Eintagescon, finde ich das echt Granate, 820 Besucher im Oktober. Der Buchon ist immer seit über 30 Jahren, ich glaube, jetzt seit 34 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, immer am Buchmesse Samstag. 820 Leute für eine Convention, wo nur Fantastik-Lesungen stattfinden. Also reines Fantastik-Lesepublikum ist echt wirklich Granate. Und der große Bruder der TreichCon, der ungefähr doppelt so groß ist, da ist das Ziel dasselbe, was der Buchon vorgemacht hat, auch für die deutsche Rollenspielszene zu sein, dass im Prinzip neben unserem sehr, sehr wichtigen und großen Partner Ulysses, dass wir trotzdem auch gucken, dass wir auch die ganzen, und das ist jetzt wohlwollend gemeint, die ganzen Kleinen mit an Bord haben, weil Vielfalt ist für die Szene trotzdem wichtig. Sehr schön. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch weiterhin viel Erfolg mit dieser offensichtlich fantastischen Veranstaltung. Danke, ciao. Vielen, vielen Dank und freue mich, dass du da bist. Dann sage ich mal herzlich willkommen zur Verleihung des Publikumspreises für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, den Goldenen Stefan, wie er liebevoll genannt wird, hier bei uns in der Szene. Ich bin Philipp, ich bin der Blogger von Nerdigen Stefan und der Moderator vom Nerding und New World Trash Talk und wir veranstalten diesen Preis gemeinsam mit der TreichCon. Schon mal vielen Dank an die Organisatoren, dass die immer so gut mithelfen. Der Preis fing damals an als eine kleine Wette zwischen mir und Stefan, also dem Stefan von Nerds gegen Stefan, wo es gesagt wurde, wo er zu mir gesagt hat, ja, was du toll findest, findet doch sonst jemand toll. Und ich habe eine Umfrage gemacht und habe so geguckt, ob die Leute das auch toll finden, was ich toll finde. Und genau daraus entstand dieser Preis, wurde immer mehr. Und es ist wieder mal ein Rekord gegeben, nämlich diesmal sind wir bei ungefähr 2500 teilnehmenden Personen. Wir haben angefangen mit 24, was man bei 2014 sieht, also wird immer besser. Und wir haben die fünf Kategorien jetzt mittlerweile, nämlich Comics, dann Brettspiele und Kartenspiele, Literatur, Rollenspielerweiterung und Rollenspiele. Und für jede einzelne Kategorie haben wir einen Laudator, der gleich etwas erzählen wird und stellt euch die Preisträger vor. Und wir fangen mit Andreas Prill an. Er erzählt ein bisschen was zu den Comics. Hallo. Hi, ich bin der Andi und habe heute die Ehre, in der Kategorie Comic und Graphic Novel die eigentliche Laudatio zu halten und möchte natürlich vorab, bevor wir den eigentlichen Gewinner oder Gewinnerin küren, das eigentliche Werk, noch darauf hinweisen, wer Platz 3 und Platz 2 gemacht hat. Auf Platz 3 finden wir Captain Marvel, die wahre Geschichte, erschienen im Panini Verlag. Platz 2, ein Buch einer Reihe, wo ich persönlich immer sage, das ist eine Zäsur in den Superhelden-Comics, weil es so herausragend ist. Und zwar ist die Rede von Black Hammer, Age of Doom, Band 1, erschienen im Splitter Verlag. Und für den ersten Platz, passend zur Kleidung. Als 1993 erstmals die Batman Animated Series über die deutschen Bildschirme flatterte, hätte niemand gedacht, welchen popkulturellen Impact dieser auf die Nerds einer ganzen Generation haben würde. Der namensgebende und 1939 von Bob Kane und Bill Finger geschaffene Titelheld hat hier seinen Weg in die Kinderzimmer dieses Landes gefunden, dessen Bedeutung nicht nur als Superheld, sondern auch als Symbol für Gerechtigkeit kaum in Worte gefasst werden kann. Die drei Köpfe hinter dieser Serie, Bruce Timm, Paul Dini und Mitch Bryan, verstanden es, der Figur den Geist der 90er zu verleihen und dabei den eher jungen Zuschauern
auch einen realistischen und angemessenen Gewaltgrad nicht vorzuenthalten. Wer kennt nicht jenes großartige und stilprägende Batmobil? Wer weiß nicht sofort, wie der Joker dort gezeigt wurde? Mit Harley Quinn schufen Tim und Dini in dieser Serie eine der bis zum heutigen Tag berühmtesten Frauenfiguren aus dem Verlagshaus DC, vor deren Popularität sie selbst eine Wonder Woman für ihre Verhältnisse warm anziehen musste. Nicht zuletzt durch ihre Reinkarnation in aktuellen Realverfilmungen durch Margot Robbie hat Dr. Harleen Frances Quinzel eine Bekanntheit erreicht, die sich in den unzähligen, fantastischen und meist sexy Cosplays rund um den Globus aufzeigt. Mit dem Animationsfilm Batman und Harley Quinn konnten wir Fans im Jahr 2017 dann erneut erleben, wie diese beiden Ikonen im Stile der Originalserie wieder aufeinander trafen und ein gemeinsames Abenteuer erlebten, das zugleich düster, spannend, verrückt, unterhaltsam und schlicht neu war. In diesem Jahr erschien dann ein Comic-Sammelband bei Panini Comics, der sowohl die Vorgeschichte als auch weitere Abenteuer der dortigen Figuren präsentierte und dabei vielen Lesern ein Grinsen ins Gesicht gezaubert haben dürfte. Ty Templeton, Tom Taylor, Craig Russo und Rick Burchett verstanden die Interpretation der Charaktere in der Animated Series und ließen nostalgische Gefühle aufleben. Meine Damen und Herren, der Goldene Stefan 2019 in der Kategorie Comic und Graphic Novels geht daher an Batman und Harley Quinn.